Der Mann spielt mit unseren Ängsten. Unseren Ängsten vor dem Krieg und natürlich erst recht vor einem Atomkrieg. Und insgesamt müssen wir doch jetzt mal sagen, Wladimir Putin ist ein Mann, der uns ständig belügt über die Krim-Annexion, über andere Dinge. Und alle seine Lügen führen dann aber paradoxerweise in der Summe zu einem Moment der Wahrheit. Wladimir Putin ist kein vertrauenswürdiger Partner mehr. Das verstehen, glaube ich, auch die meisten Deutschen. Wir hatten neulich eine Umfrage, dass über 80% inzwischen sagen, man kann ihm nicht vertrauen. Und das heißt, wir müssen uns einfach darauf einstellen und zu einer Politik der Abschreckung zurückkehren. Nicht selber aggressiv sein, aber schon klar machen, unsere Partner lassen wir nicht angreifen. Das Baltikum, Polen, das ist tabu. Kommen wir zu einem anderen Thema. Da geht es aber auch darum, wie man mit seinen Partnern umgeht. Zum Beispiel mit dem Partner Saudi-Arabien und Waffengeschäfte. Da sehen wir heute im Tagesspiegel die Karikatur. Waffenexport boomt weltweit. Für die vielen Kriege heutzutage braucht man eben auch mehr Waffen, sagt der Mann. Und die Frau sagt, und für die vielen Waffen heutzutage braucht man eben auch mehr Kriege. Zynisch, aber wahr. Lassen Sie mich erst mal sagen, ich bin sehr froh, dass Klaus Stuttmann unser Karikaturist ist. In der Zeit, als ich selber die Meinungsseite geleitet habe, haben wir ihn zu uns geholt und sind in eine ständige Kooperation gekommen. Wir sind nicht immer aller politisch einer Meinung, aber ist ein großartiger Karikaturist. Und was die Frage mit den Waffenexporten betrifft, da haben wir ja nur gerade die Nachricht, dass Deutschland nicht mehr in der Dreierspitze ist. Es sind die USA, Russland und inzwischen China, die die meisten Waffen in der Welt verkaufen. Also Deutschland hat sich im Ranking etwas nach hinten bewegt. Ich glaube, darüber sind die meisten Deutschen froh. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die die SPD nicht entzweien, das wäre ein bisschen zu viel formuliert, aber doch zumindest ein bisschen auseinander dividiert. Irritierenderweise für viele SPD-Anhänger hat der Minister Gabriel gesagt, die Vorratsdatenspeicherung soll sogar kommen und wir lesen heute in der FAZ, wird wohl kommen. Das ist eine schwierige Situation für die SPD. Die Partei ist gespalten. Sie hat immer gehofft, dass Europa eine gemeinsame Regelung entwerfen wird, nachdem das oberste europäische Gericht ja Vorgaben gemacht hat, welche Formen der Datenspeicherung zulässig sind und welche nicht. Nun muss es Deutschland doch im Alleingang machen, denn wir brauchen ein Gesetz. Unsere alte Regelung ist eben nicht mehr verfassungskonform und das bringt die SPD in Schwierigkeiten. Interessant ist hier aber, wie bei anderen Themen auch, wenn Gabriel, der Parteichef, entdeckt hat, dass er eine Sache machen muss, dann stellt er sich auch nach vorne. Das macht er ja zum Beispiel auch beim transatlantischen Wirtschaftsabkommen und sagt, wir werden das machen müssen. Wir müssen natürlich die Bedenken in der Partei aufnehmen, aber es muss sein. Christopher Marschall vom Tagesspiegel, vielen herzlichen Dank.